Halbe Stunde, das ist gut. Sachen jetzt hier so rausnehmen, dann passt das doch soweit, oder? Und hier schon wieder eine Mauer gezogen. Rentiere, wo sollen die Rentiere denn sein, bitteschön? Auf dem Hof, die siehst du dann schon. Da musst du mal ein bisschen rumgehen. Auf dem Hof? Hier Kürbisse, ein Schleifstein. Da nicht. Geh doch mal Richtung Garten, Richtung Tiere, da vielleicht. Ach so, da muss er auch sagen, dass du das da hinten meinst. Hof ist hier, ist das Hof hier vorne. Ah. Müssen wir kurz den Hühnern die Eier klauen. Ich höre doch irgendwo hier so ein Klappergestell. Wo ist denn das? Das oben im Haus? Was fehlt denn noch? Da oben auf dem Dachboden, ne? So. Hier sind Pferdchen. Was machen die Ziege bei den Pferden da drin? Ein Schwein, hier ist ein Misthaufen, eine Mistgabel. Den Schweinen geht es hier gut. Ups, hier ist ein tiefes Loch in Erde, nicht gut. Aber ich habe noch keine Rentiere hier entdeckt. Da bist du auch schon zu weit. Wo sollen ja bitte schön sein, deine Rentiere? Ja, mit dem Schlitten diese Standrentiere habe ich. Ach, weißt du was? Ich komme, dann zeige ich es dir. Suchst du dir dann Wolf? Ich sehe das schon kommen. Ich komme gleich, ja? Müssen wir kurz auf den Dachboden gehen, weil da sind irgendwo komische Gesellen oder sowas. Da steht hier eine Hexe hier drin. Einige Ecken sind ja zu dunkel. Weißt du das? Aua, wo kommst du denn her? Es ist hier oben zu dunkel teilweise, das spawnt hier was, das ist nicht gut. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Lampen. Was? Magst du mal zu mir kommen?
Warte. Ach, da und da habe ich nicht geguckt. Ja, jetzt sehe ich ihn. Das ist dein Element, ne? Hier den Tropenbaum können wir eigentlich auch hier abholzen mit der scheiß Schokolade, ne? Oder? Das wirst du schön sein, sonst wirst du gleich auch einen Kopf kürzer. Hey, warum denn? Wenn du Schokolade köpfst? Mach ich doch gar nicht. Stimmt. Witzig. Na, war wieder klar. Ja, dann mach ich einen Pfeffer ernten hier. Wollt ihr heute eigentlich noch kochen? Ja, kochst du nächstes Mal. Ich ernte hier erstmal hier Pfeffer. Pfeffer ernten ist wichtig. Was haben wir hier? Vanilleschote. Brauchst du Vanilleschote? Ich ernte mal. Ernte sie einfach. Was hat man mit Sursop eigentlich gemacht? Keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Flup. So. Sursop. 20 Pfefferschoten, das lohnt sich. Ein Upgrade. Zeigt einen Füllstand an. Ich brauche dafür einen Redstone-Komparator. Den kriege ich mit Quarz, Stein. Okay, ich brauche Stein. Richtigen Stein. So, komm her hier. Wir sind erstmal gebrannt hier. Haben wir auch mal Redstone-Fackeln. Haben wir davon. 6 Stück. Toll. Zack. ...64 davon. Ich brauche ein bisschen Quarz. Quarz. War der hier drin? Der Quarz? Nee, dann war er doch hier hinten. Aua. Der Quarz hier, da. Komm her hier. Dann, zack. Ach, solche komischen Schablonen brauche ich auch noch. Interessant. Brauche ich einfach dafür gar nicht, weil ich die Komparatoren bauen will. Ach ja. Habe ich 6. Das heißt, ich brauche noch Stein. So, Stein. Jetzt habe ich 9. Die Steine schon hier alle durch. Nee, der arbeitet noch. Der arbeitet noch. Ja. So.
2. Haben wir 10. Ein paar Füllstandanzeigen bauen, weißt du? Brauche ich Redstone, Stöcker und sowas. Ja gut. Das soll ja funktionieren. Stöcker haben wir noch. Ein Stack. Redstone haben wir auch. Die Stöcker können wir wieder zurückgeben. Die brauchen wir nicht. Ach ja. Auf ein paar Füllstandanzeigen draufsetzen, wo es voll wird, weißt du? Ja, das wäre sinnvoll. Und es ist ja herrlich hier mit den vielen Pflanzen. Weißt du das? So. Ah, ich will mir die Upgrade-Schablone. Nein, wie haben wir davon noch? 15. Meine. So. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Und das haben wir auch. Damit haben wir jetzt schon mal 6 Schablonen. Die knall ich jetzt schon mal hier drauf, wo es ein bisschen voll ist, ne? Ja. Was hältst du davon? Das kannst du machen. Dann sehen wir es auf Anhieb. Champignon 11, das reicht. Da ist auch noch nicht allzu viel. Süßkartoffeln, ja, da packen wir auch mal einmal drauf. Hast du im echten Leben auch schon mal Süßkartoffeln gegessen? Na klar. Die sind lecker, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Das ist eh voll. Da brauchen wir eh nichts. Da oben. Rissige Essiggurke, ja, da können wir noch mal was draufpacken. Was haben wir da? 7. Ja, da sollten wir auch was draufpacken. So, ist noch jemand hier ohne Fahrschein? Dass ich schon voll laufen könnte. Aber Fisch. Ja, der Rest geht eigentlich. Da ist noch nicht allzu viel. Ja, den Rest brauchen wir noch nicht, glaube ich. Das sieht gut aus. Nur 2 Steine sind hier hinten aus. Laufen hier nicht mehr die Öfen? Keine Energie mehr, oder? Muss man Kohle wieder unten reinpacken. Stimmt, keine Kohle mehr drin. Impuls-Item-Duct war das, ne? Impuls-Item-Duct.
Vakuum. Dichte. Verlängert Fahrtlänge enorm. Verkürzt. Item Tag undurchsichtig. Ja. Item Tag und dann Glowstone, muss ich sagen, mit schmelzen Glowstone, dann geht das da auch. Dann geht das da rüber. Okay. Der ist mit Wasser gefüllt, der flüht. Der Magma-Tidel. Kompaktor. Pulverisierer. Hä? Wenn man überlegt, wir haben früher in Minecraft nur mit Truhen gearbeitet, ne? Puls-Item-Takt undurchsichtig. Und jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten, ne? Item Duck, okay. Item Duck. Die muss ich füllen mit Glowstone. Wo ist der eigentlich mit Wasser gefüllt? Der Blödmann. Fluid Composer, Magma Tidal. Das ist nur mit Energie. Mit Wasser füllen. Ach so, das ist nur so. Okay, gut, dann scheint das ja doch zu funktionieren, ne? Aber unser Haus finde ich richtig schön. Okay, gibt es wieder Stein? Wir 36 Steine. Redstone-Fackeln. Upgrade.
Dann mache ich noch mal eins hier. Was brauchen wir jetzt noch? Haben wir. Haben wir. Dann packen wir die ganzen Sachen jetzt hier weg. Weil die brauchen wir nicht mehr. Steine weg. Das weg, das weg. So, all das, was ich nicht mehr brauche, kommt jetzt wieder in das die der Truhe, würde ich sagen. Ich kann dir gleich mal zeigen, wo ich schon dekoriert habe. Oder dran, sagen wir mal, dran bin. So, alles verstaut, sieht gut aus. Glowstone, wie viel Glowstone haben wir noch hier? Glowstone. Glowstone haben wir gar nicht mehr. Glowstone. Gar nicht mehr, einfach keinen Händler, wo wir was kaufen können. Glowstone Staub haben wir noch. Funktioniert das überhaupt so? Zeig mal. Glowstone Staub. Muss hier dann gleich mal runter gehen. In eine. Der Magma-Titel arbeitet. Willst du runtergehen? Nach Silberborg. Gucken, ob man da Glowstone kaufen kann. Geht nach da raus. Wieso geht denn das nicht? Impuls-Item-Duct. Im Fruit Composer füllen. Okay, dann gehe ich doch mal und gucke, ob ich mal was finde. Wo willst du jetzt hin? Das Silberburg. Hier gibt es ja etliche Händler. Vielleicht kann man hier irgendwo bei irgendjemandem was kaufen. Hier, du da. Nein, kann man nichts. Wenn ich holst, die Glowstone aus unserem alten Zuhause. Müssen wir eh renovieren. Das Glowstone habe ich schon mitgenommen. Da ist kein Glowstone mehr. Alles schon weg? Ja.
Dr. Iran. Auch nichts. Ah, und der Quartiermeister. Da ist er. Hast du irgendwas? Du hast eine Lohnroute. Für einen Diamanten, einen Glowstone, kriegen wir drei Glowstone Stop raus. Wieder verdammt hart. Gut, gucken wir mal. So, dann probieren wir mal, ob wir halt hier bessere Pipes hinkriegen, ne? Gleich treffen wir uns ja wieder bei unserem Schweineschäufle. Ja, aber erstmal noch nicht. Ich muss mal ein bisschen was testen. Kann ich sowas ausschmelzen? Geht das auch? Glowstone mehr. Oh, irgendwo gab es so viele Händler. Vielleicht nächste Woche oder wenn wir wieder spielen sollten, müssen wir durch die Gegend reisen. Ne? Lohnstaub habe ich, Glowstone. Kann man nicht aus Glowstone Staub sowas machen? Den müssen wir noch irgendwo rumfliegen haben. Wir haben hier noch Glowstone in der Decke in unserem alten Zuhause. Ja, die kannst du lassen mal da drin. Die lassen wir da drin. Das wird zu dunkel. Ja. Braucht ganz schön lange mit dem Schmelzen. Okay.
Es funktioniert. Es funktioniert. Das heißt, wo kommt der ganze Ramsch an? Impuls Item Duct undurchsichtig. Gut, dann können wir ein bisschen Glowstone hier mal draufpacken. Zum Schmelzen. Glowstone kannst du nicht schmelzen. Doch, kann man. Und dann? Dann kannst du damit die Pipes füllen. Und jetzt kommen hier wieder ein paar Pipes. Das funktioniert super. Das sind solche, glaube ich. Jetzt haben wir hier hinten 13 von denen. 13. Wir haben 13. Jetzt warten wir eine Schmelzphase nochmal ab. Kannst du langsam schon zurückkommen oder wir hängen nochmal eine Stunde dran? Machen wir Überlänge heute. Nee, heute nicht mehr. Wissen wir ja auch. Können ja Sonntag wieder spielen. Kann man gerne machen. Dreizehn hatte ich gesagt, ne? Ja. Von dem brauche ich eine ganze Menge her. 14, 15, okay. Wird hergestellt, das finde ich gut. Das finde ich gut, das funktioniert. Glowstone. Können wir dann nach und nach die Pipes nämlich auswechseln. Was hältst du denn davon? Ja. Impuls Item Duct. Undurchsichtig. Impuls-Item-Duct, das sind die normalen. Dichtes, total. Vakuum-Item-Duct, wenn ich die ganzen habe, mit dem Bleibbaren kriege ich dann das undurchsichtig, interessant. Puls Item Duct, dann brauche ich ein Signal Nugget und Elektrum Nugget. Elektrum Nugget ist klar, Elektrum stelle ich damit her.
Lahm schon sagt, Signalum Mischung ist pulverisiertes Kupfer, Silber und destabiliertes Redstone. Okay. Die sind natürlich dann noch schneller. Transfer 4000. Ja, Signalum können wir mal festhalten fürs nächste Mal. Auf jeden Fall brauchen wir hier mehr Beleuchtung. Wollen wir hier eine Beleuchtung jetzt in Holzbalken reinbauen? Wirkt der nach unten, wirkt er nach oben? Du, das weiß ich nicht. Klar. Ich bin hier gerade selber mit mir beschäftigt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, mein Schatz. Und dann würde ich da nämlich jetzt zwei von den Dingern reinsetzen. Probier's aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mir gefällt das. Oh ja, das sieht wirklich klasse aus. Sieht jetzt von oben aus. Haben wir nicht von oben und von unten eine Beleuchtung? Hat doch was. Sollten wir komplett so machen. Das heißt, nächste Woche gehe ich nochmal auf Glowstone und dann baue ich ganz so scheiß Lampen hier ab. Und setze überall die schönen Dinger hier rein. Was hältst du davon? Kann man machen. Du kannst bei mir mal oben mal gucken. Schon angefangen habe. Wo oben gucken? Wo ist bei dir wo oben? In welchem Gebäude? Wo unser Schlafzimmer ist. Wo die beiden Gästezimmer sind. Oh, ja, wo nicht? Wo unser Schlafzimmer und die Gästezimmer sind? Die beiden Gästezimmer. Das ist eine ganz andere Ecke. Du musst jetzt in den Durchgang durch. Genau, das ist schon bald richtig. Ja, das wird eine Sitzgruppe. Oh, ich fliege jetzt raus, glaube ich. Oh. Fliegen ist nicht erlaubt auf dem Server. Ich bin rausgeflogen. Na sowas, gerade zum Schluss, wo wir Schiss sagen wollten, fliegen wir vom Server raus. Ja, wir gehen zum Schweineschäufle. Ja, ich muss auch mal wieder reinkommen. Das hat er jetzt als Fliegen interpretiert. Okay, gut. Gerne mal. So. Da bin ich auch dran, das so ein bisschen zu verschönern. Wenn das komplett fertig ist, kann ich jetzt mal alles mal zeigen. Na klar. Okay, Freunde. Schuki sitzt ja gleich. Das war's heute gewesen. Hat eine Menge Spaß gemacht mit euch. War ein schöner kommunikativer Austausch. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Denk mal, Sonntag. Schuki hat schon angedeutet, wenn das Video kommt, ist es schon Sonntag und Sonntagabend werden wir wahrscheinlich wieder spielen. Bis dann sagen wir tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Tschüss.